Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem Süßigkeiten-Schnelltest heute. Wir testen heute Knisper-Kaugummi im Dreierpack, sehe ich hier gerade. Und das Ganze ist von Sweet and Fun. Was ist mit Knisper-Kaugummi gemeint? Wir haben einmal zwei Phasen, die wir durchleben müssen. Das ist nämlich hier, haben wir erstmal Knusperpulver. Dass im Nachhinein zu Kaugummi wird. Und sowas hatten wir ja schon mal gehabt. Das war, glaube ich, ne, gar nicht wahr. Das war Zuckerwatte, was dann im Nachhinein zu Kaugummi wurde. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Guckt euch einfach mal da rein. Und ja, heute haben wir Knistergum. Freunde, langer Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir direkt an. Hier oben kann man hier was abziehen. Dann erwartet uns hier drei Verpackungen jeweils mit diesen knisternden Zuckerware plus Kaugummi. Maxi Spaß mit natürlichen Farbstoffen. So steht hier zumindest. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Dadurch, dass die Geschmackssorten alle gleich sind, nehme ich einfach das hier mal weg. Und dann gucken wir uns das erstmal genauer an. Na? Ah, hier oben ist wieder eine Kerbe, so eine Abziehhilfe. So, Freunde, so sieht das Ganze von innen aus. Ihr kennt das ja, diese Knusperzeugs. Normalerweise gibt es ja noch andere Süßigkeiten, wo man so ein Lolli reintun kann. Und hier ist es diesmal ohne. Hier, so sieht das Ganze aus. Und dann würde ich mal sagen, ich glaube, das müsste hier Kaugummi sein. Das weiße Zeug und dieses rote muss diese Knusperzeug sein. Dann der Rest hier in der Tüte, den baller ich mir dann, oder gönne ich mir dann mal. Tue ich mal direkt in den Mund rein. Könnt ihr das hören? Ich glaube nicht. Nimm mal ein bisschen mehr. Sehr witzig. Das Ganze hat Erdbeergeschmack. Und mein Mund knistert die ganze Zeit. Eine sehr geile, witzige Geschichte. Also, meine Vermutung, wie gesagt, das hier sind Kaugummistücke. Und dieses Rote ist dasjenige, was dann im Mund, knuspert, knistert. Eine sehr witzige Geschichte. Finde ich auch sehr lecker. Freunde, ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das hier zu gönnen, dann tut es. Ihr macht keinen Fehlkauf. Gerade für die Leute, die sehr süße Sachen mögen und auch Kaugummis natürlich. Probiert es einfach mal aus. Ist cool. Also für mich definitiv Fun Candy. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere coole, frische Videos mit uns schauen wollt, könnt ihr uns gerne auch ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war unser Süßigkeiten-Schnelltest. Und bis dann. Tschüss.